Okay, herzlich willkommen beim heutigen Webmaster Central Sprechstunden Hangout. Mein Name ist Johannes Müller. Ich bin Webmaster Trends Analyst bei Google in der Schweiz. Und Teil von dem, was wir machen, sind solche Webmaster Sprechstunden. Zwar nicht mehr vom Büro aus, aber immerhin live auf YouTube für alle, die gerne mithören möchten. Die Hangouts sind speziell für Webmaster, SEOs, Publisher, jeder, der irgendwie Fragen um die Websuche hat und seine Website. Sind schon einige Fragen eingereicht worden auf YouTube, nicht allzu viel dieses Mal, das ist eigentlich auch okay. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne schon mal loslegen mit einer Frage von euch. Wenn nicht, dann fange ich einfach mal an und vielleicht kommen ja noch weitere Fragen oder Erläuterungen, Kommentare noch dazu. Okay, die erste Frage ist zu Mobile First Indexing. Wir wurden im Februar von Search Console darüber informiert, dass aufgrund einer Asymmetrie zwischen Desktop und mobiler Version unsere Seite, sehr groß, ca. 800.000 indexierte Seiten, für Mobile First Crawling nicht aktiviert werden kann. Die Fehlermeldung, fehlendes Bild. Auf der mobilen Seite fehlen wichtige Bilder der Desktop-Seite. Wir haben im direkten Anschluss die Empfehlungen aus der verlinkten Google Best Practices Doku umgesetzt und den Fehler behoben. Dazu unter anderem jetzt auch einen Vary-Header eingesetzt, sodass immer die korrekte Version der Seite in Abhängigkeit des User Agents ausgespielt wird. Wir sind nun leider noch immer nicht auf Mobile First Indexing umgestellt und werden langsam besorgt. Wir sind sicher, dass alles nun richtig ist. Können wir irgendetwas tun, um erneut geprüft zu werden? Gute Frage. An und für sich gibt es da nicht irgendeine Funktion, die man machen kann, um quasi die eigene Website testen zu lassen. Aber unsere Systeme kontrollieren jeweils einfach den aktuellen Zustand der Website und schalten dann entsprechend um, sobald wir sehen, dass alles soweit okay ist. Ich vermute, wenn das jetzt im Februar passiert ist, dass ihr da eine Meldung bekommen habt und seither jetzt nichts mehr darüber gehört habt, ist es wahrscheinlich irgendwo in einem Zwischenschritt, dass es dann nach einer gewissen Zeit einfach nochmal kontrolliert wird und dass es dann umgestellt wird. Die Sache mit den fehlenden Bildern ist etwas, was manchmal ein bisschen Interpretationssache auch ist und an und für sich dazu führen kann, dass unsere Systeme vielleicht denken, dass da Bilder fehlen, aber wenn ihr die Website quasi manuell anschaut, dann seid ihr vielleicht der Meinung, dass es soweit okay ist. Das kann zum Beispiel sein, wenn man verwandte Produkte oder verwandte Artikel hat auf einer Seite, die im Sidebar oder unten platziert sind, wo jeweils ein Thumbnail-Bild dabei ist, dann kann es natürlich sein, dass man auf der mobilen Version einfach weniger Thumbnail-Bilder dabei hat, weil man hat weniger von diesen verwandten Artikel dabei oder vielleicht zeigt man sie ohne Thumbnail-Bild eher. Und aus eurer Sicht ist das vielleicht total okay so, vielleicht sogar so gewollt. Und aus unserer Sicht, wenn wir die Seiten quasi automatisch kontrollieren lassen, dann sehen wir, da fehlen einige der Bilder, die sonst indexiert wären. Und an und für sich ist das, sag ich mal, ein Zustand, wo unsere Systeme vielleicht denken, dass ihr noch nicht bereit seid, aber wenn ihr eigentlich damit zufrieden seid, dass das für euch so okay ist, dann könnt ihr das einfach sein lassen und dann im Laufe der Zeit werden unsere Systeme da diese Seiten dann trotzdem umschalten auf Mobile First Indexing. Das heißt, wenn ihr wirklich sicher seid, dass ihr die Empfehlungen umgesetzt habt, wenn alles soweit okay aussieht zwischen der mobilen und der Desktop-Version, wenn ihr sie testen lässt, dann würde ich mir da jetzt eigentlich keine großen Sorgen mehr machen. Dann kommt das schon im Laufe der Zeit. Es ist auch so, dass mit Mobile First Indexing ist es nicht so, dass da ein Vorteil in der Suche entsteht. Das heißt, es ist nicht so, dass man besser in Suchergebnissen platziert wird, dass man besser, sag ich mal, in mobilen Ergebnissen platziert wird, sondern es bezieht sich rein auf das technische Indexieren von den Inhalten auf den Seiten. Das heißt, wenn ihr noch nicht umgestellt seid und ihr soweit damit zufrieden seid, dann muss man einfach ein bisschen warten. Dann von Christian noch eine Frage über Twitter.
Wie hast du das gemeint mit den T-Shirts und Travel? Muss ich selber erstmal überlegen. Gib mir Zeit. Ich muss mir die Frage nochmal anschauen. Okay, weil ich habe sie hier jetzt nur auf Englisch. Am I competing with a domain or with a website for a term? It's possible to rank for T-Shirts with one web page when the domain's topic is travel. Let's say my website is the best web page for T-Shirts. An und für sich geht das auf beide Varianten. Das heißt, es ist so, dass es einige Signale gibt, die wir eher auf Website-Ebene sammeln und andere Signale, die wir eher auf Seitenebene sammeln. Und zusammen versuchen wir dann jeweils die Relevanz zu bestimmen. Das heißt, es kann durchaus eine Konkurrenzsituation entstehen zwischen einer Website, die alle möglichen Produkte anbietet, und einer Website, die jetzt nur T-Shirts anbietet. Wenn ich für T-Shirts suche, sind T-Shirts auf beiden dieser Websites. Einerseits die T-Shirts-spezifische Website, einerseits, sage ich mal, der allgemeine Online-Handel, wo man unter anderem auch T-Shirts bekommen kann. Und es kann problemlos so sein, dass diese beiden Seiten eigentlich relativ ähnlich kompetitiv in den Suchergebnissen erscheinen. Vielleicht erscheint mal die eine oben, vielleicht mal die andere oben, aber es ist nicht so, dass dadurch, dass ein Domain quasi einfach sehr stark ist oder sehr bekannt ist, dass dadurch irgendein Vorteil entsteht, dass man sagen würde, jetzt für T-Shirts müsste man unbedingt auf quasi die größere Website, wo andere Produkte dabei sind. Oder ist es auch nicht so, dass man sagen würde, für T-Shirts muss man unbedingt auf die spezialisiertere Website gehen? Meistens entstehen die Vorteile und Nachteile eher darin, sorry, welche Varianten man alles zur Verfügung hat. Das heißt, wenn ich eine T-Shirt-spezifische Website habe, dann sind vielleicht für die allgemeinen Suchen, ist es halt eine Frage, je nachdem, die oder die andere Website. Bei spezielleren Suchen, wenn man eine spezielle T-Shirt-Variante sucht, dann finden wir das vielleicht ein bisschen besser auf einer T-Shirt-spezifischen Website, einfach weil wir da die einzelnen Varianten viel schneller finden können, wo wir die auch besser einordnen können, wo man besser passende Landingpages für die Varianten indexieren kann. Aber an und für sich gibt es da keine, sag ich mal, absolute Antwort, wo man sagen würde, man muss alles zusammen in eine Website tun oder man muss irgendwie separate Websites für einzelne Themen machen. Meistens, wenn quasi die Frage da ist, allgemein von jemandem, der viele verschiedene Produkte hat und sich überlegt, soll ich jetzt einzelne Websites machen oder eine größere, meistens empfehle ich da eher eine einzelne Website zu machen, einfach weil das viel einfacher ist mit dem ganzen Tracking, weil es viel einfacher ist, die ganzen Sachen zu verwalten und entsprechend auch zu unterhalten auf einer einzelnen Website, als wenn man jetzt viele verschiedene Websites macht. Also mit Websites meinst du jetzt aber eine Domain oder eine einzelne Seite, eine HTML-Seite oder? Ist immer so Ja, schwierig im Deutschen, ne? das ist immer kompliziert auf Deutsch. Genau, mit Websites meine ich ein Domain quasi. Unterschiedliche Domains, sagen wir mal so. Okay, also meine Frage hast du jetzt auch soweit beantwortet. Ich habe halt ziemlich viel Duplicate Content auf meinen Seiten. Das bedeutet zum Beispiel, schreibe ich für die Kunden kostenlose Rücksendung. Also Informationen sind auf jeder Seite immer gleich, auf 5000 verschiedenen Seiten. Aber dadurch, dass ich diese Informationen ja auf dieser Seite drauf habe, verstärkt sich ja die Seite dann auch praktisch im Ranking, also in der Konkurrenz mit den anderen Seiten. Also wenn ich jetzt mehr Informationen halt für den Kunden biete, dann ist ja meine Seite definitiv besser als die von einem anderen Online-Shop, wo es diese Informationen wahrscheinlich nicht gibt. Und deswegen habe ich mal die Frage gestellt, ob ich jetzt mit einer Domain konkurriere oder halt doch mit einer einzelnen Seite. Und so wie ich es jetzt verstanden habe, ist es doch tatsächlich nur die einzelne Seite. Es ist eher eine Mischung. Also es gibt sicher gewisse Faktoren, die wir auf Domain-Ebene sammeln. Das kann auch auf Subdomain-Ebene sein, aber sag ich mal auf diesem groben, quasi gesamthaften Website-Ebene.
Und es gibt andere Signale, die wir auf einer einzelnen Seitenebene sammeln. Das heißt, für eine Produktseite holen wir da vielleicht Informationen über die Relevanz von diesem Produkt, finden vielleicht Bilder dazu, all die speziellen Informationen da. Und diese Mischung bedeutet eigentlich, dass es immer, ja, sag ich mal, es spielt immer beides ein bisschen eine Rolle. Das heißt, wenn man eine insgesamt schlechte Website hat, aber eine gute Landingpage, dann ist das ein bisschen schwierig auszugleichen. Oder dann kann man nicht genau sagen, die Landingpage, die wird trotzdem gut platziert in den Suchergebnissen, weil wenn wir denken, dass der Domain insgesamt eher problematisch ist, dann zieht quasi der Domain das vielleicht ein bisschen runter und die Landingpage ein bisschen hoch und das wird dann irgendwo in der Mitte platziert. Okay, alles klar, danke schön. Ja, also ich weiß nicht, ob alles klar ist. Gerade bei solchen Fragen ist es ja dann eher so, dass ja, es gibt keine einzelne klare Antwort, wo man sagen kann, so ist es und das muss man machen. Aber das macht es natürlich auch ein bisschen spannend. Ich habe halt gedacht, durch diesen Duplicate-Content wird es eigentlich doch ein bisschen schlechter wieder. Aber ich finde, es ist besser geworden. Also dadurch, dass ich Kundeninformationen auf jeder Seite gleich habe. Also der Kunde steigt ein auf die Seite, sieht sofort alles, aha, kostenlose Rücksendung bieten wir jetzt nicht direkt an und so weiter. Also das war so mein Problem eigentlich, aber ja. Also ich probiere immer ziemlich viel aus, auf jeden Fall auch. Ja, also ich denke gerade solche Informationen finde ich total unproblematisch, wenn man die auf den Seiten auch doch dazu hat. Es ist ja so, dass wir Duplicate Content einerseits auf einer Seitenebene versuchen. Das heißt, wir versuchen zu erkennen, ob die Seite gesamthaft gleich ist oder fast gleich ist wie die andere Seite. Und wir versuchen natürlich auch einzelne Elemente innerhalb der Seite zu erkennen, die vielleicht dupliziert sind. Und in der Hinsicht ist es ja nicht so, dass diese Elemente die Seite herunterziehen, sondern wir erkennen einfach gut, die Geschäftsbedingungen oder die Telefonnummern, die Kontaktadressen sind auf allen Seiten da vorhanden. Das heißt, wir müssen denen vielleicht weniger Wert geben. Wir können uns auf die Hauptproduktelemente konzentrieren. Und wenn jemand gezielt nach der Telefonnummer sucht, dann wissen wir, es ist auf all diesen Seiten und davon ist jetzt die bestpassendste halt, ich weiß nicht, irgendeine Kontaktseite oder so etwas. Von dem her macht man da eigentlich nicht viel falsch, wenn man trotzdem diese gemeinsamen Informationen auf den Seiten dabei hat. Okay, dann eine Frage zur Structured Data Markup auf FAQ-Seiten. Da wir für die Beantwortung unserer FAQ-Fragen viel Content benötigen, ist es für uns nicht möglich, alle Fragen auf einer Seite zu beantworten. Stattdessen beantworten wir jede Frage auf einer separaten Unterseite, welche auf der FAQ-Seite verlinkt ist. Ist es möglich, für jede Frage-Antwort ein FAQ-Page-Markup zu verwenden? An und für sich kann man das machen, sehe ich da eigentlich keine Probleme darin. Was einfach passieren wird, ist, dass diese einzelnen Seiten quasi separat ranken und separat in den Suchergebnissen erscheinen müssen. Das heißt, wenn man eine Frage hat, die, sag ich mal, sehr häufig vorkommt und die Seite, wo diese Frage platziert ist, wird selten in den Suchergebnissen gezeigt, dann wird dieser FAQ-Block natürlich nicht gezeigt. Das andere ist, dass gerade bei diesen FAQ-Blogs ist es, glaube ich, so, dass unsere Systeme versuchen, das eher dann zu zeigen, wenn wir wirklich verschiedene Fragen haben. Das heißt, wenn es, sag ich mal, ich weiß nicht, wo die Grenze ist, sagen wir mal 3 oder 4 Fragen hat, dass wir dann diesen FAQ-Block zeigen in den Suchergebnissen. Und wenn wirklich nur eine Frage auf einer Seite ist, dann ist das ja eigentlich nicht, sind das ja nicht verschiedene Fragen, sondern es ist eigentlich eher ein Teil vom Inhalt von dieser einzelnen Seite. Und dann macht es vielleicht weniger Sinn, dass man diesen FAQ-Block in den Suchergebnissen zeigt. Ich weiß nicht, wo da die genaue Grenze ist. Ich nehme an, das verändert sich wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit, je nachdem, wie wir erkennen können, wie viel es jetzt gerade Sinn macht zu zeigen. Vielleicht hängt es auch vom Gerätetyp ab, wo man jetzt gerade sucht. Aber das ist vielleicht etwas, wo man ein bisschen Rücksicht nehmen müsste, wenn man gezielt diesen FAQ-Block haben möchte und wirklich eher weniger Fragen pro Seite platzieren möchte, dann kann es natürlich sein, dass wir irgendwann sagen, das sind jetzt nicht einzelne Fragen, sondern das ist
ein Teil vom Gesamtinhalt. Kurze Rückfrage dazu. Wir haben uns das gar nicht so vorgestellt, dass man dann pro separate Frage einen einzelnen FAQ-Block bekommt unter der Antwort, sondern wie wir uns das vorgestellt haben, war, es gibt ja bei Google manchmal oben diese Frage-Antwort-Box, ne? Wenn man jetzt irgendeine Frage googelt, dann wird da oben ja die Frage angezeigt plus die Antwort auf Platz 0. Und das würden wir uns gerne für jede einzelne Frage wünschen. Und da ging aus der Dokumentation zumindest für uns hier wirklich heraus, welches Markup man da am besten verwenden kann. Okay. Genau. Das ist bei uns der Featured Snippet, der oben gezeigt wird. Und der ist an und für sich nicht bezogen auf spezielle Structured Data Markup, sondern da schauen wir die Seite an und für sich an, die Inhalte auf der Seite, und versuchen da zu erkennen, welche Teile der Seite diese Antwort am besten quasi präsentieren, wo man vielleicht eine kurze, prägnante Antwort hat, wo man dann vielleicht dann trotzdem noch auf die Website verweisen kann, all solche Sachen. Das heißt, es ist nicht eine Frage vom Structured Data für solche Situationen, sondern eher darum, wie man die Frage und Antwort präsentiert auf den einzelnen Seiten. Wir haben ursprünglich mal versucht, mit Structured Data da etwas zu machen. Wir haben mit dem Team auch geschaut und gesagt, ja, es wollen ja viele Leute diese quasi Darstellung haben, ob man das nicht auch bei Structured Data machen kann. Und aus ihrer Sicht war es wirklich so, dass sie wirklich sich auf die Inhalte konzentrieren möchten und nicht mit Structured Data arbeiten wollen. Bezüglich den Inhalten gibt es da verschiedene Präsentationen, die ich extern schon gesehen habe, wie man am besten Inhalte gestaltet, sodass sie gut funktionieren für diese Featured Snippets. Ich würde da einfach mal ein bisschen herumschauen. Da gibt es noch, denke ich mal, spannende Ansätze, die man machen kann. Aus unserer Sicht sehen wir das eher an wie ein normaler Snippet, und von dem her haben wir nicht spezielle, sag ich mal, Informationen, wie man sagen würde, so muss man das gestalten, damit das funktioniert. Aber ich würde mal die ganzen Präsentationen mal anschauen, da hat es relativ vieles dazu. Okay, vielen Dank. Vielleicht kurze Frage noch zu unserem neuen Help Center, das wir bauen. Bei uns wird das aussehen, dass es für jedes, wir ein relativ großes FAQ haben, FAQ, und da gibt es verschiedene Unterkategorien, die wir verschiedene Fragen haben, ne? So was wie Rücksendung, Versand und so weiter. Also wir haben halt ein großes FAQ, wo im Grunde genommen viele einzelne FAQs sind. Und was wir ganz gerne gemacht hätten, wäre für jede Kategorie-Seite, also jedes Kategorie-FAQ, ein einzelnes FAQ-Markup zu verwenden. Das Problem ist, dass bei uns aus UX-Sicht teaser wir den Content nirgends so an, sprich, wir haben wirklich nur die Fragen da stehen und die Antworten findet man nur, wenn man auf die einzelnen Fragen klickt. Ist halt dahingehend problematisch, dass wir gerne das FAQ-Markup benutzen würden, der Content für die Antworten allerdings nirgends auf der Seite zu sehen ist. Wie würde man am besten mit dieser Sache umgehen, deiner Meinung nach? Aus unserer Sicht sollte Structured Data sichtbar sein auf den Seiten, damit wir es verwenden können. Mhm. Beim FAQ-Markup ist es so, dass das an und für sich okay ist aus unserer Sicht, wenn die Frage sichtbar ist und wenn die Antwort, sag ich mal, hinter irgendwie ein CSS irgendwie so zusammengeklappt ist. Wichtig ist einfach, dass die Antwort trotzdem im HTML ist. Nicht, dass, wenn man auf die Frage klickt, dass erst die Antwort nachgeladen wird, weil in solchen Fällen können wir gar nicht kontrollieren, ob diese Inhalte wirklich auf der Seite sind. Aber wenn die Frage, sag ich mal, sichtbar ist auf der Seite wenn per CSS die Antwort einfach quasi zusammengeklappt ist, damit man mehr Fragen platzieren kann oder damit das ein bisschen klarer ist im UX, dann ist das an und für sich machbar. Okay, vielen Dank. Okay, Stichwort Keyword Cannibalization. Ist es immer noch Best Practice, wenn ich zwei Seiten über ein Thema habe, die schwächere Seite mit weniger Content auf Noindex stelle und ein Canonical auf die größere Seite setze? Soll man überhaupt Seiten, die mittels Canonical auf eine andere Seite verweisen, auf Noindex stellen? Diese Contentstücke werden für News oder Teilaspekte von bestehenden Themen erstellt, die für Blogs bzw. Social Media aufbereitet werden. Ich denke, das ist immer eine komplizierte Situation, wo man nicht unbedingt eine Antwort hat, die das wirklich klar beantworten kann. Ich
ich würde das eher in die Richtung auch überlegen, wie das in den Suchergebnissen präsentiert wird. Das heißt, wenn ich zwei Seiten habe, die eher damit kämpfen, dass sie überhaupt sichtbar sind in den Suchergebnissen, dann würde ich vielleicht die zusammenklappen, damit ich ein bisschen eine stärkere Seite habe, die besser platziert werden kann in den Suchergebnissen. Wenn ich hingegen, sag ich mal, zwei Seiten habe, die eh schon an erster oder zweiter Stelle in den Suchergebnissen platziert werden, dann ist es ja nicht eine Frage davon, dass man eine stärkere Seite machen muss, damit die noch besser platziert werden kann, weil sie ist ja vielleicht schon an erster Stelle. Dann sehe ich da eigentlich kein Problem, dass man da zwei unterschiedliche Seiten hat, die leicht unterschiedliche Themen auch ansprechen. Ja, da würde ich das eher in die Richtung auch ein bisschen überlegen. Quasi, habe ich etwas zu gewinnen, wenn ich die Seiten zusammenklappe und ein bisschen eine stärkere Seite mache, oder ist es an und für sich die gleiche Situation wie jetzt schon? Das, denke ich mal, die eine Überlegung, die man da machen kann. Das andere bezüglich Canonical und Noindex, an und für sich ist es so, dass wir erwarten, dass mit dem Canonical, dass die Seiten äquivalent sind, dass wir wirklich erkennen können, das sind jetzt Seiten, die kann man als eine Version indexieren und nicht Seiten, die an und für sich stark unterschiedlich sind. Das heißt, wenn ich mit einer Seite auf einen No-Index stelle und die andere nicht auf No-Index stelle, dann wären das ja eigentlich schon recht unterschiedliche Seiten, die gar nicht wirklich kombiniert werden können, weil einmal ist ja gar nichts indexiert und einmal ist alles indexiert. Von dem her ist es immer ein bisschen kritisch, sag ich mal, vom Theoretischen her, ob man jetzt No-Index und Canonical kombiniert oder nicht. Vom Praktischen her sehe ich da aber keine Probleme. Das heißt, mit dem Canonical ist ja eigentlich eher ein Zeichen, dass man eher die andere Seite indexiert haben möchte. Wenn man wirklich sicherstellen möchte, dass nur eine Seite indexiert wird, dann kann man mit dem No-Index das an und für sich forcieren. Von dem her ist das etwas, wo man sagen würde, aus theoretischer Sicht macht das vielleicht nicht unbedingt so Sinn, aber aus praktischer Sicht stört das auf jeden Fall nicht und das setzt, sage ich mal, euer Willen ein bisschen klarer durch bei den Suchmaschinen, dass ihr wirklich nur diese eine Seite indexiert haben möchtet. Viele Produktvarianten sind auf Noindex. Die Produktvarianten werden auf Übersichtsseiten aufgelistet. Für eine übersichtliche Darstellung habe ich die Produktnamen geändert. Das Problem ist, dass nicht exakt so gesucht wird, wie der Produktname auf der Übersichtsseite vorkommt. Ein französisches Beispiel gesucht wird nach Mini-Drapeau France. Auf der Übersichtsseite kommt aber vor France Mini-Drapeau. Hätte ich theoretisch einen Ranking-Vorteil, wenn die exakte Suche auf der Übersichtsseite vorkommt? Theoretisch. Schwierig zu sagen. Also ich denke, in so einer Situation sehe ich überhaupt kein Problem. Was normalerweise da passiert in den Suchmaschinen, ist, dass sie versuchen, die passenden Wörter an für sich zusammenzusuchen. Das heißt, bei den Suchen werden die Suchbegriffe quasi aufgeteilt in einzelne Wörter. Und dabei ist es nicht unbedingt so, dass wir sagen, quasi alles mit einem Leerschlag getrennt und das sind einzelne Wörter, sondern wir versuchen da auch Begriffe zu erkennen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Bild von New York suche, dann ist es nicht so, dass das quasi Bild von New und York, das alles separate Wörter an und für sich sind, sondern wir können erkennen, dass New York ist eigentlich ein Begriff, das muss quasi zusammengehalten werden. Und dementsprechend ist es so, dass wir dann diese einzelnen Begriffe dann auf den Suchergebnisseiten dann entsprechend suchen und aufgrund von dem dann auch ein bisschen das Ranking machen. Natürlich wird da viel mehr noch dazugenommen für die Relevanz von einzelnen Seiten, aber so quasi in der Sicht wird das an und für sich gemacht. Das heißt, wenn ich Wörter nehme, die wirklich getrennt werden, jetzt, ich denke, in diesem Fall ist vielleicht Mini-Drapeau, könnte man sagen, das ist eine kleine Flagge, vielleicht ist das eher ein Begriff, vielleicht sind das einzelne Wörter, macht eigentlich nicht so einen großen Unterschied und France ist quasi ein Ort, das können wir eigentlich auch erkennen.
ob jetzt die Wörter in dieser Reihenfolge vorhanden sind auf der Seite oder in der umgekehrten Reihenfolge, spielt an und für sich keine Rolle. Das heißt, ich würde da eher auf die Begriffe achten, nicht auf die einzelnen Wörter. Und das andere, worauf ich achten würde, ist, dass die Wörter einigermaßen zusammen vorkommen. Das heißt, wenn jemand nach kleiner Tischflagge für Frankreich sucht, nicht, dass Klein und Tischflagge und Frankreich irgendwo auf der Seite vorhanden sind, sondern dass sie auch ein bisschen zusammen an einem Ort sind, damit unsere Algorithmen erkennen können, das bezieht sich wirklich auf diese Kombination von Wörtern oder Kombination von Begriffen, sodass wir wirklich erkennen können, diese Seite wäre eigentlich relevant für dieses Suchbegriff. Und von dem her muss man nicht hundertprozentig eins zu eins die Suchbegriffe wirklich spiegeln, sondern es reicht, wenn wir erkennen können, das passt an und für sich so zusammen. Dazu kommen natürlich noch Synonyme und verschiedene Schreibweisen, die wir auch eher so Richtung Synonyme behandeln. Das heißt, ob jetzt da mit Umlaut oder ohne Umlaut das geschrieben ist, mit Groß- und Kleinschreiben, vielleicht, wenn da noch ein Strich dabei ist oder so, das spielt in der Regel keine Rolle, weil wir können erkennen, das ist eigentlich noch das Gleiche und dementsprechend können wir eigentlich noch die gleichen Seiten dazu passend finden. Das heißt jetzt konkret bei dir würde ich mir jetzt eigentlich nicht groß Sorgen machen, wenn ich eins zu eins in der gleichen Reihenfolge mit genau den gleichen Wörtern der Text vorhanden ist auf den Seiten wie für das, was du ranken möchtest. Ich habe dazu noch was und zwar in der Suche erscheint, also ihr sucht euch ja dann die Meta-Description zusammen, wenn diese Wörter nicht exakt in einer Reihenfolge stehen. Wenn die exakt, also im Deutschen habe ich jetzt die exakte Reihenfolge, so wie auch gesucht wird. Und was dann passiert, im Snippet erscheint dann der Suchbegriff oder der Suchterm am Anfang und danach kommt dann praktisch die Beschreibung zu dem Artikel. Und es sieht einfach besser aus. Also ich sag mal so, wenn jemand danach sucht, dann würde der eher auf dieses Ergebnis klicken. Im Französischen könnte ich das ja auch machen, wenn ich jetzt die Wörter dann ändere und exakt die Suche dann darstelle. Inwieweit spielt denn also das Klicken dann auf dieses Suchergebnis eine Rolle? Also es funktioniert so, wie du es gesagt hast, wenn die Wörter durcheinander stehen, das klappt. Aber inwieweit ist es denn jetzt besser, wenn jetzt noch diese Beschreibung dahinter kommt und es einfach besser aussieht? Da kann ich nicht wahnsinnig viel dazu sagen. Das hängt natürlich davon ab, wie die Benutzer darauf reagieren. Aus meiner Sicht finde ich, da ist das etwas, was man ausprobieren kann, was man vielleicht ein bisschen testen kann. Ich weiß, einige machen das so, indem dass sie zum Beispiel über AdWords einfach verschiedene Textvarianten so relativ schnell testen, weil mit AdWords kann man natürlich ein bisschen gezielter, sag ich mal, so Snippet-Varianten einfach testen. Dann kann man genau sagen, diesen Text genau auf diese Weise darstellen und dann verglichen mit diesen anderen Varianten. Und so kann man relativ schnell herausfinden, welche Variante wirklich am meisten von Benutzern auch angeklickt wird. Und dann kann man das entsprechend auch auf der Webseite so platzieren. Man kann solche Tests natürlich auch auf der Webseite machen. Das Schwierige ist einfach, dass wir mit dem Snippet natürlich manchmal etwas algorithmisch erstellen und dann ist es schwierig, wirklich die Ergebnisse von den Tests zu vergleichen. Aber an und für sich finde ich, ist das etwas, ja, das macht eigentlich Sinn zu testen, so etwas, dass man da auch einfach mal ausprobiert, welche Variante trifft eher das, wonach der Benutzer sucht und wo der Benutzer dann eher auch durchklicken würde. Okay. Ich habe auch noch mal eine Frage zu einem Aspekt, den du gerade angesprochen hast, Stichwort, ja, Begriffe, die Umlaute anders geschrieben sind, Synonyme, mit denen kommt ihr mittlerweile sehr gut klar und könnt das gut erkennen. Wie sieht das aus mit Begriffen, die umgangssprachlich eine andere Definition oder ein anderes Verständnis haben, die nicht unbedingt ein Synonym darstellen? Also ein schönes Beispiel ist, um mal in der Kleidungswelt zu bleiben, mit T-Shirts, Jeans und Jeanshosen. Jeans könnte rein theoretisch alles Mögliche sein. Das Suchergebnisbild in Google zeigt aber eindeutig, dass hier wirklich die Jeanshosen von Jeanshosen
die Erwartung ausgerichtet ist. Aber rein theoretisch könnten es auch Jacken sein und sonstige Dinge sein. Also und das übertragen auf alle möglichen Thematiken, also Taschentücher und Tempo, Nutella und Schokoladencreme, das sind alles so, was gibt es da von deiner Seite eine Umgangsempfehlung? Empfehlung ist schwierig zu sagen, weil wenn ich dich unterbreche, ja. Bezogen, also die Antwort, die ich mir erhoffe, ist bezogen natürlich auf Umgang, zwei extra Seiten, alles auf eine Seite. Darauf hoffe ich, dass du einen Tipp geben könntest. Okay, wie man das quasi aufteilen kann. Weil normalerweise, was in solchen Fällen passiert, ist, dass wir einfach erkennen können, dass das ähnliche Begriffe sind oder dass das vielleicht sogar Synonyme sind. Intern ist es so, dass wir da, sagen wir mal, einzelne Gewichte für einzelne Synonyme oder Schreibweisen entsprechend haben, wo wir erkennen können, dass wenn jemand nach einem Begriff sucht, dann sind vielleicht diese anderen Begriffe auch einigermaßen relevant. Und wir können dann entsprechend auch ein bisschen zuordnen, dass wir sagen, wenn jemand nach Jeans sucht, dann würde das, sag ich mal, mit 80%iger Wahrscheinlichkeit eher auf Jeanshosen deuten und dann, sag ich mal, 20% Wahrscheinlichkeit auf Jeansjacken noch dazu. Und dementsprechend versuchen wir dann, die Relevanz von den einzelnen Seiten herauszufinden. Und das ist nicht etwas, was bei uns manuell passiert, sondern wir machen das an und für sich automatisch. Wenn wir erkennen können, dass Benutzer, sag ich mal, in ähnlicher Art suchen mit anderen Suchbegriffen, dann kommt es bei uns in das System an für sich vor, dass wir denken, gut, der Benutzer hat eigentlich das Gleiche gesucht und hat verschiedene Suchen eingegeben, also sind diese Suchen vielleicht eher wie Synonyme. Und das ist etwas, was automatisch gelernt wird im Laufe der Zeit. Das heißt, wenn irgendwann ein neuer Begriff für etwas Bestehendes quasi aufkommt, vielleicht mal umgangssprachlich, dann können wir das relativ schnell auch lernen. Und auch ohne, dass der Webmaster diese Begriffe direkt auf die Webseite auch dazu nehmen muss. Das heißt, ich verstehe dich gerade so, oder ich habe diesen Aspekt jetzt aus deiner Antwort entnommen. Wenn das Suchergebnisbild, bleibe ich bei deinem Beispiel, 80% zu Thema A zeigt und 20% zu Thema B zeigt, wäre es gut, eine Seite anzubieten, die genau das eigentlich anbietet. Also 80% der Inhalte sollen dann sich mit A beschäftigen und 20% mit B beschäftigen oder dahin führen. Muss nicht unbedingt sein. Ich denke, gerade jetzt bei Jeansjacken und Jeanshosen ist es total okay, wenn man sagt, ich konzentriere mich auf Jeansjacken oder ich konzentriere mich auf Jeanshosen. Es ist nicht so, dass eine Seite dann besser platziert wäre, wenn sie beide Varianten von diesen, sag ich mal, Überbegriffen dazu nehmen würde. Ja, die Schwierigkeit, die ich oder die in der Praxis ich immer gerne sehe, ist auch Online-Shops, also gerade jetzt E-Commerce, haben ja auch Automatismen auf den Listen. Und wenn bestimmte Automatismen zeigen, dass ein Jeans, Ganzkörperkleidungsstück gerade das beliebteste ist, dann und man hat da irgendwie mehrere Versionen, dann in seinem Kosmos, also in seinem eigenen Online-Shop, dann ist die Seite zum Thema Jeans nun mal überlagert mit solchen Ganzkörperkleidungsstücken. Das, die Erwartungshaltung oder beziehungsweise eine gute Listenseite für Google wäre ja, sich dann ein Stück weit, wie soll ich das ausdrücken, eine gesunde Mitte anzubieten, also sowohl Jacken als auch Hosen und als auch was auch immer. Also ist ein bisschen eine Schwierigkeit, aber nichtsdestotrotz vielen Dank an der Stelle. Ja, also ich denke, es ist allgemein schwierig, aber ich,
ich würde gerade bei solchen Sachen, würde ich mich eher auf den Benutzer ausrichten, als auf das, was die Suchmaschinen im Moment machen. Gerade jetzt mit Jeansjacken und Jeanshosen und wenn irgendwas Neues mit Jeans aufkommt, dann würde ich nicht versuchen, irgendwie eine, sag ich mal, künstliche kombinierte Seite zu machen, die für den Benutzer ein bisschen wirr aussieht, sondern wirklich versuchen zu erkennen, was ist im Moment im Trend, wonach suchen die Leute eher und dass man da sich eher auf das konzentriert und wirklich auch zeigt, wir haben die passenden Informationen zu diesem speziellen Thema, wonach man sucht, auch wenn quasi mit diesem Überbegriff verschiedene andere Sachen auch noch dazu gemeint werden könnten. Das heißt, ich würde eher, sage ich mal, Seiten versuchen zu machen, die wirklich sehr, sehr gut zu einem Teilaspekt passen, als Seiten, die mittelmäßig für alle möglichen Varianten passen würden. Gerade okay. mit Synonymen ist es, wann war das? Ich glaube, Anfang Jahr haben wir ein Video veröffentlicht von der Webmaster Conference, die wir in Mountain View gehabt haben, letztes Jahr. Und da hat Paul Haar eigentlich noch recht spannende Sachen dazu gesagt, wie wir Synonyme erkennen und wann wir erkennen können, dass Sachen nicht Synonyme sind. Finde ich ein bisschen interessant, das anzuschauen, weil da sieht man dann auch ein bisschen eher, wie die Systeme so etwas automatisch erkennen könnten und wie man da vielleicht als Webmaster drauf reagieren könnte oder halt vielleicht gar nichts Spezielles machen muss. Danke für den Tipp. Schau nach. Cool. Okay, dann sehe ich da noch eine Frage zu PageSpeed. Ich habe im November 2019 gelesen, dass Google Websites mit langsamer Ladezeit markieren will. Wir haben ein Page-Load-Problem und planen einen Relaunch mit Tech-Stack-Wechsel. Zu wann ist diese Markierung der langsamen Seiten geplant? Haben wir Zeit, uns auf den Relaunch Ende 2021 erfolgen soll, zu konzentrieren oder sollten wir noch an der alten Seite weiterarbeiten? Ich weiß nicht, ob wir da ein spezielles Datum haben, wann man die wirklich markieren würde. Normalerweise ist es auch so, dass wir da versuchen, das nicht allzu weit im Voraus bekannt zu geben. Das heißt, nicht im Voraus bekannt zu geben, was wir planen, außer auf solchen Blogposts natürlich. Von dem her ist es ein bisschen schwierig. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was da alles war. Ich glaube, das war ja speziell mit Chrome. Das war ja nicht eigentlich mit den Suchergebnissen, oder? Genau, das war eine Mitteilung aus dem Chrome-Team, die dann auch verwoben wurde in der Veröffentlichung mit Google bevorzugt ja eh schnellere Seiten. Und ich möchte halt vermeiden, dass wir da in eine Problematik hineinlaufen. Also jetzt könnten wir noch entscheiden, wir ändern den alten Tech-Stack. Das ist sehr, sehr aufwendig. Oder wir fokussieren uns wirklich auf den neuen Tech-Stack und sehen zu, dass wir unseren Relaunch entsprechend hinbekommen. Ja. Ist halt mehr, wie setzen wir unsere Ressourcen strategisch jetzt am besten um? Weiß ich nicht. Schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, die Sachen bezüglich Chrome ist auch schwierig. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob da auch irgendwie ein Benchmark bekannt gegeben wurde, wo man gesagt hat, so schnell muss es sein mit solchen Metrics. Nee, wurden nicht genannt. Also okay. Es ist einfach nur, wie es auch früher mal war, dass Google gesagt hat, wir bevorzugen HTTPS und dann dauert es eine gewisse Zeit oder wir bevorzugen AMP und dann dauert es auch, bis so ein Sign gezeigt wurde, das ist eine schnelle Seite. Und so ähnlich schätze ich das jetzt halt auch ein, dass Google nicht von heute auf morgen reagiert und dass wir als Webmaster auch Zeit haben, uns darauf einzustellen. Nur ich muss jetzt einfach planen, die Ressourcen für ein Fenster von anderthalb, zwei Jahren. Ja. Ich vermute, anderthalb bis zwei Jahren Vorauszeit können wir da schlecht geben, aber gerade bei solchen größeren Umstellungen, wo man wirklich
auch ein gezieltes, sag ich mal, ein Ziel angeben möchte, wo Websites landen wollten, da ist es schon so, dass wir versuchen, sag ich mal, ein halbes Jahr oder so Vorlaufzeit zu geben. Ich weiß nicht genau, wie das auf der Chrome-Seite gemacht wird, aber gerade bei Search ist es so, dass wenn wir größere Änderungen vorhaben in unserem System, wo wir auch gezielt sagen können, das sind Sachen, worauf Webmaster reagieren sollten, dann probieren wir auf jeden Fall ein halbes Jahr Zeit zu geben. Anderthalb Jahre ist ein bisschen schwierig in der Hinsicht, aber ein halbes Jahr auf jeden Fall, bevor wir dann auch, sag ich mal, größere Änderungen in den Suchergebnissen machen, die an und für sich vom Webmaster auch ein bisschen, sag ich mal, beeinflusst werden können. Ja, okay, danke. Ja, ich vermute, gerade diese Änderung da in Chrome bezieht sich auch wirklich auf Seiten, die sehr, sehr langsam sind. Also nicht, wenn man jetzt so einigermaßen im normalen Rahmen ist, dass man da in ein paar Sekunden die Seite lädt, dann würde ich mir da jetzt keine Gedanken machen, aber wenn wirklich pro Klick dann fast eine Minute geht, bis das geladen wird, dann macht es natürlich Sinn, dass man da dem Benutzer wenigstens sagt, wir haben deinen Klick nicht verloren, du musst nicht jetzt noch zwei, dreimal draufklicken, damit die Seite endlich lädt, sondern es geht halt ein bisschen länger. Ja, wir liegen eher bei 25 Sekunden. Also ja. Wir sind irgendwo in der Mitte, ja, das ist immer der schwierige Bereich. Okay, mal schauen, ob da noch andere Sachen gekommen sind. Ich glaube, das ist... Ah, da. Okay. Ein Client hat Folgendes vorgeschlagen. enbrandname.market für Englisch, debrandname.market für Deutsch, frbrandname.market für Französisch. Und dann im Blog ist dann enbrandname.blog und entsprechend. Gründer, die Blogs müssen separat von der E-Com-Domain bleiben. Der Brandname ist nicht für lokale TLD-Endings verfügbar. Ist das okay? An und für sich ist das soweit okay. Also zumindest vom Hreflang her würde das funktionieren. Von der Suche her kann man damit auch leben. Ich denke, wichtig ist einfach, dass die beiden Varianten gut miteinander verlinkt sind, dass wir erkennen können, dass die klar zusammenhängen. Besser ist es natürlich immer, wenn wir eine klare Website haben, die wir in wo wir die Signale irgendwie ein bisschen sammeln können. Das heißt, gerade die Hauptsprachen, könnte ich mir vorstellen, ist es da ein bisschen unproblematisch. Aber wenn man jetzt Sprachen hat, die nicht so bekannt sind, die nicht so populär sind, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da ein bisschen kämpfen in den Suchergebnissen, einfach weil wir das ansehen wie, sag ich mal, eine separate Insel, statt dass wir erkennen können, dass es eine gemeinsame Website, die da alles zusammengehört. Aber an und für sich kann man das, vom Technischen her kann man das sicher so machen, gerade wenn die anderen Varianten nicht machbar sind. Vielen Dank, John. John, wenn wir die Cross-Domain ordentlich verlinken, das sollte ja helfen dann, dass ihr ein bisschen besser versteht, dass es sich hier nicht um Singular Entities handelt, sondern um ein Ökosystem quasi dann. Ja. Also je besser wir verlinken und wenn wir jetzt Cross-Domain verlinken, kann ich auch No-Follow-Links dann wahrscheinlich benutzen, oder? Weil wir trauen ja unseren eigenen Partnern. Ja, ja. Das wäre ja also crazy, nicht nur wenn wir uns nicht trauen würden. Genau. Ich frag jetzt also, nur mal. Ja, ja. Also nicht No-Follow-Links würde ich da empfehlen. Einfach die normalen Links. Und auch wenn wir die Blogs untereinander verlinken, können wir das auch machen. Ja, ja, also weil wir werden nicht regional IP fordern. So, wir wollen ja, dass die Leute regional dann auf dem regionalen Blog oder die Webseite auch benutzen. Und wenn dann jemand zum Beispiel in Deutschland aber den englischen Blog lesen will, können wir zum englischen Blog natürlich von dem deutschen Blog auch mit einem Footerlink verlinken. Ja, ja, klar, kein Problem, ja. Gut. Ich denke, gerade die Querverlinkung macht auf jeden Fall Sinn und da würde ich auf keinen Fall jetzt No-Follow verwenden, weil das sind ja
ist ja ein Teil von der gleichen Entity an und für sich. Was auf jeden Fall uns hilft, gerade bei Sprachvarianten, ist, wenn wir 1:1 die Verlinkung haben. Das heißt, wenn ich bei einem Artikel bin und es gibt die englische Variante von diesem Artikel, dann nicht eine Verlinkung auf die englische Homepage, sondern eine Verlinkung auf die englische Variante von diesem Artikel. Und entsprechend dann auch zurück. Ich habe mir überlegt, ob das vielleicht eine Sache wäre mit so einem Cross-Domain Canonical, aber es ist ja nicht Canonical, es ist ja eine Übersetzung. Genau. Das heißt, wenn ganz schnell, das heißt, in einem Footer dann von dem Blog kann ich quasi schreiben, if you want to read this, ich sage jetzt nur mal, if you want to read this content in English. Also nur als jetzt Beispiel, genau, das würde man genau so nicht machen, aber man würde die anderen Language-Varianten verlinken. Genau, ja. Das würde euch helfen. Das hilft uns auf jeden Fall. Wie es einem User helfen würde, weil ich würde es ja eigentlich erstmal für den User machen, nicht für die Suchmaschine. Ja. Aber du sagst gerade, euch würde das helfen, wenn wir das verlinken. Ja, ja. Ich denke, für den User macht das auch Sinn. Wenn man jetzt, sag ich mal, auf einem Produkt landet und es gibt die englische Variante von diesem Produkt oder von dieser Produktseite, dann möchte ich ja nicht auf die englische Homepage gehen, sondern ich möchte ja die gleichen Inhalte auf Englisch sehen. Dass da einfach wie einen klaren Link zwischen den einzelnen Sprachvarianten gibt, weil dann können wir auch wirklich erkennen, diese Sprachvarianten gehören zusammen und wir sollen da einfach die beste Variante heraussuchen aufgrund von diesem Satz von Varianten. Und nicht nur Product Pages, Landing Pages, Category Pages, sondern auch Blogposts. Würdest du sehen dann von den Blogs, dass man die dann mit den anderen Language Assets verlinkt? Wenn man das machen kann, wenn es wirklich Übersetzungen gibt, würde ich das auf jeden Fall machen. Manchmal ist es ja so, dass man nicht für alles eine Übersetzung hat. Dann hat man vielleicht als Fallback einfach die Homepage wieder. Aber an und für sich, soweit man das machen kann, würde ich das schon machen. Okay, cool. Und dass grundsätzlich dieses Environment mit .market, .blog, ich habe da gestern fast drüber gelacht, als es vorgeschlagen wurde. Aber wahrscheinlich müssen wir es so machen. Also ja. Also aus unserer Sicht könnt ihr das machen, wie ihr wollt. Ich denke, da es gibt Einzelne, die würden vielleicht mit marke-blog.com oder so arbeiten, aber das kann man das ja wollen, das wollten wir nicht. Machen. Das wollten wir nicht. Ja. Ja. Okay, cool. Dankeschön. Ich denke, die einzelne Frage, wo ich vielleicht noch überlegen würde, ist, ob man jetzt mit Subdomains oder Subdirectories arbeitet. Ja. Da gibt es ja starke Meinungen irgendwie in beide Richtungen. Aber normalerweise spielt das keine große Rolle. Ich könnte mir vorstellen, gerade mit so, sag ich mal, selteren Sprachvarianten würde man wahrscheinlich besser mit Subdirectories arbeiten. Wenn das wirklich jetzt nur diese drei Sprachvarianten sind, dann nur die drei geben, vielleicht noch zwei mehr, aber es wird nicht mehr als 5 Sprachvarianten geben in diesem Fall. Meine Überlegung war, ich würde mir gerne die Subdomains sparen und würde mit Folder arbeiten, weil ich dann weniger für die Data Analysis natürlich. Ja. Weil wenn ich es mehr zusammengepackt habe, habe ich einfachere Möglichkeiten, glaube ich, den Überview da besser zu bewahren. Ja. Mit den Subdomains muss ich für jedes Einzelne natürlich dann die Sachen. Ja, eben, aber gut. Ja, manchmal ist es halt so, dass man nicht das nehmen kann, was einfacher ist für SEO oder einfacher für quasi Analytics nachher, sondern es gibt halt andere Überlegungen, die da im Vordergrund sind. Gut, ich schlage dann vielleicht nochmal die Subfolder-Variante vor. Mal gucken, was dann dabei rauskommt. Vielen Dank, John. Gut. Dankeschön. Viel Glück. Könnte ich zu den Links noch eine Frage stellen? Ja, klar. Ich habe jetzt von jeder Unterseite, also wir haben auch so ein Setup mit 5 verschiedenen Sprachen, also auch Regionen. Und jetzt habe ich aber auf jeder Seite auch diesen Homepage-Link, also nicht nur in diese Produktvariante auf anderer Sprache einlegen, sondern auch auf die Homepages, weil ich mir dachte, okay, die Homepages möchte ich auch noch ein bisschen stärken. Mhm. Mache ich dadurch irgendwas kaputt? Nein, das sage ich auch okay, ja. Also die Homepages ranken nicht unbedingt gut. Also die sind nicht
nicht so, wie ich es haben möchte eigentlich. Also mache ich damit irgendwas kaputt eigentlich, wenn ich jetzt Nein. von diesen Unterseiten da auf diese anderen Sprachen linke? Also man kann es auf beide Varianten machen. Ich denke, in der Praxis hat man das auch auf einzelnen Seiten in beiden Varianten, dass man dann vielleicht eher im Footer, sag ich mal, die Homepages von den einzelnen Varianten verlinkt hat und dann im Inhalt oder oberhalb vom Inhalt dann quasi diesen Sprachwechsellink hat. Ich sehe da kein Problem in beide Richtungen. Ich würde einfach wirklich sicherstellen, dass, wenn möglich, dass man diesen Sprachwechsellink, das heißt die Varianten, den Link, dass man den auf jeden Fall hat. Und Das mit den Homepages ist eher, sage ich mal, optional, dass man das, wenn möglich, noch dazu hat, aber es ist nicht das Kritischste. Okay, dann habe ich noch eine Frage. Ich würde gerne eine Webseite, also eine Domain in die Cloud verschieben. Jetzt ist es so, dass diese IP-Adressen ja auch von anderen genutzt werden vorher. Also man nimmt sich einen Server und dann bekommt man eine IP-Adresse. Kann es sein, dass so eine IP-Adresse irgendwie geblacklistet ist bei euch oder nur die Domain? An und für sich nicht. Also es gibt sehr, sehr seltene Situationen, wo wir sagen würden, eine IP-Adresse ist problematisch, aber das bezieht sich wirklich auf Situationen, wo wir erkennen können, das sind 50.000 Spam-Websites auf einer IP-Adresse und dann ist vielleicht noch eine andere Website auf dieser IP-Adresse, dann kann es sein, dass unser Web-Spam-Team vielleicht eher sagt, gut, alles da ist problematisch, weil sie einfach diese anderen Sachen gar nicht mehr finden in der großen Menge. Bei all den normalen Cloud-Providern, wo man gemeinsam geteilte IP-Adressen hat, ist das aber nicht der Fall. Ist ja nicht so, dass 99% der Websites auf dieser IP-Adresse Spam sind und dass dann ein kleiner Teil okay ist, sondern es ist ja einfach irgendeine Mischung von guten Websites, schlechten Websites, mittelmäßigen Websites und die wechseln dann vielleicht je nach Standort die IP-Adresse auch. Und das ist total unproblematisch. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr selten, dass wir sagen würden, da mit dieser IP-Adresse ist da etwas problematisch. Okay, super. Danke. Cool. Ich glaube, fragenmäßig sind wir da ziemlich am Ende bei den eingereichten Fragen. Wenn es noch irgendwas aus eurer Sicht gibt, seid ihr gerne dazu eingeladen. Und Zeit haben wir eigentlich auch gerade geschafft. Aber vielleicht, wenn noch eine kurze Frage von einem von euch ist, legt nur los. Okay, wenn nicht, ist das auch super. Okay, gut, dann machen wir vielleicht Pause hier. Morgen haben wir, glaube ich, auf Englisch noch ein Hangout, wenn ihr weitere Fragen noch dazu habt. Sonst richte ich die nächsten wieder ein in 2 Wochen. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die vielen Fragen und dann wünsche ich euch noch eine gute 2 Wochen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis dann. Winke, winke. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Kostin.